Ja, hallo meine Freunde von Let's Play Minecraft mit John Myers. Ja, leider muss ich jetzt euch erstmal sagen, meine letzten Folgen. Ja, die Welt von den ersten Folgen ist leider weg. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, aber ich war gestern dran geguckt und habe einfach mal 3 Stunden am Stück Minecraft Let's Plays aufgenommen und habe nicht geachtet auf mein Fraps, und mein Fraps hat einfach nicht aufgenommen. Nein, der wollte einfach nicht. Und jetzt habe ich mir gedacht, toll, super, jetzt bin ich ja relativ weit, ich habe keine Kopie von meiner Welt, was kann ich machen? Deswegen, ja, starten wir neu. Ich werde auch eine Kopie davon anlegen, ich werde immer eine Sicherungsdatei machen, dass, wenn sowas nochmal vorkommt, dass wir dennoch weitermachen können. Ich habe in den Optionen diesmal die Kiste an und natürlich die Cheats an. Wir werden es natürlich nicht verwenden, aber die Möglichkeit steht uns halt hier zur Verfügung, und deswegen werden wir ja einfach mal gucken. Genau, Snooper will ich aus, fertig, gut. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns doch einfach jetzt mal die Welt an. Die ist komplett neu generiert und gucken mal, was sie uns bietet. Und hier haben wir unsere Startkiste. Na, was ist denn alles drin gewesen? Ein Ball, das ist ja schon mal ganz gut. Können wir schon mal auf Holzjagd gehen. Was haben wir noch? Holz, Beil. Okay. Super. Und natürlich eine Truhe. Gut, dann schauen wir jetzt erstmal. Aha, hier hinten Wüste. Schnee. Dschungel. Ha, alles auf einen Haufen. Ja, das nenne ich doch auch mal super. Aber ich sehe Schweine. Ah, ich sehe etwas. Wir werden jetzt als allererstes ganz schnell uns Wolle besorgen, weil dann haben wir nämlich schon mal für die erste Zeit. Ich werde mir schnell ein Schwert bauen. Haben wir nämlich für die erste Zeit schon mal unser Bettchen. Und damit können wir nämlich dann auch die Nächte überspringen. Und gehen so weniger die Gefahr ein, von irgendwelchen Monstern zerfetzt oder zermesselt zu werden. Jawohl, komm mal her. Ich brauche nur 3 Stück, mehr schlachte ich nicht ab. Ich brauche nur meine 3 Stück Wolle. Gut. Und 3. Jawohl. Super. So, und jetzt schauen wir einfach mal, was wir alles haben. Da hinten haben wir einen Baum. Den brauchen wir natürlich. Einen Baum. Okay. Das ist aber relativ nah zusammen, die Biome, finde jetzt ich. Okay, Äpfel haben wir auch. Also was zum Essen haben wir auch 2 Stück. Natürlich müssen wir jetzt wieder alles von vornherein suchen und zusammensuchen. Und natürlich in der letzten Welt, ich war so weit, dass ich einfach mal gestern bei dem Let's Plays, die ich aufgenommen habe, einfach mal ein bisschen in die Höhlen bin. Und leider könnt ihr das nicht sehen, ich bin 3-mal gestorben. Ja, waren keine Freitode, aber irgendwie habe ich mich selten dumm angestellt, muss man schon sagen. Ich hoffe, dass wir hier auch die Möglichkeit bekommen, oder ihr hier die Möglichkeit bekommt, zu sehen, wie John Myers das Zeitliche segnet. So, erstmal schauen, dass wir müssen wieder ein bisschen Sachen anschaffen. Und schauen, dass wir für die erste Nacht so schnell wie möglich eine Bleibe uns machen. Und überlegen, wo wir die machen. So. Mal schauen, ist da ein Sapling noch irgendwo? Jawohl, hier. Also hier sind wir jetzt zu nah am Schneebiom, würde ich mal sagen. Gut, jetzt mal gucken, wie viel haben wir? 2 Säpplinge und 10 Samen. Gut, dann lass uns doch mal gucken. Wollen wir etwas weiter oben haben, wo wir dann einen schönen Rundblick haben, das Ganze? Da drüben ist Dschungel. Das ist natürlich die Frage. Wir brauchen natürlich auch schön etwas
Flaches erstmal, wo wir dann auch da unten am Fluss, ist auch nicht schlecht. Doch, hier gefällt es mir irgendwie sogar besser wie in der alten Welt. Ja. Ja gut, jetzt werden wir hier erstmal die zwei Bäume bauen. Und dann hier mal den ganzen Ding jetzt machen. Ja, gut, da dachte ich schon, dass jetzt irgendwie sehr krass. So. Doch, dann machen wir hier unsere Startbehausung. Ah, das ist so richtig schön eben, zwar ein bisschen hügelig und so, aber genau solche Welten liebe ich, weil da kann man schöne Städte drauf pflanzen. Und ich habe mir überlegt, dass wir dann eher auch versuchen, eine Burg zu bekommen, also eine Burg zusammenzubauen. Und wenn ihr das natürlich wollt, ist ja klar, ihr könnt mir schon auch sagen, was ich bauen soll. So, das ist nur aufgrund erstmal, denke ich, für eine Nacht eine kleine Lehmhütte zusammenzimmern, weil ich denke mal, Holz werden wir erst morgen wieder haben. So, gut, das passt dann schon erstmal. Muss ja jetzt noch nicht so eine große sein. Mal schauen, wie viel Holz kriegen wir zusammen. 33, naja, ein bisschen etwas geht bestimmt. Was Kleines. Hauptsache, wir bekommen unser Bett rein. Und, ja toll. Und können die erste Nacht hinter uns bringen. Weil, die Nächte kommen immer verdammt schnell. So, dann brauche ich, stelle ich das gleich mal auf, dann brauche ich noch drei Dinge für ein Bett und für eine Tür reicht schon nicht mehr. Gut. Ja, du gehst hier weg. So, dann werden wir noch schnell Erde brauchen. Erst noch schnell fertig machen mit Erde. Ja, Terraforming schauen wir natürlich später, dass es dann nach etwas ausschaut. Jetzt geht es ja erstmal darum, dass wir für die erste Nacht einen Unterschlupf haben. Da geht es jetzt noch nicht um die Schönheit. So, dann mal gucken, ob das schon reicht. Ich hoffe es. Ja, dann mal kurz schauen. Ja, die Fenster können wir jetzt auch noch was zumachen, brauchen wir eh noch nicht. Gut. Ja. So, dann machen wir erstmal hier und hier. Und dann hier noch. So, das können wir dann später zumachen. So, jetzt mal schauen, ob ich... Gut. Viel bekomme nicht mehr, aber genau das, was ich eigentlich möchte, bekomme ich noch. Ich möchte nämlich jetzt schon mal anfangen, wenn wir hier schon Wasser haben, dass wir hier schon mal ein bisschen was anpflanzen können. So. Weil Nahrung ist wichtig. So. Dann, es wird dunkel. Und das Samen. Gut.
Oder? Nein, es wird noch gar nicht dunkel. Hat nur so ausgesehen. Gut. Dann haben wir hier schon mal unsere erste Pflanzen. Ja, Texturenpack weiß ich immer noch nicht, welches ich verwenden soll. Weil ich möchte jetzt natürlich auch nicht irgendjemanden das Texturenpack wegnehmen ohne Erlaubnis. Ich hätte da schon gern, dass man das wenn dann eins angeboten bekommt von jemandem. Oder ich mir irgendwann selber eins mache, nur dafür reichen halt meine Kenntnisse nicht. Da bin ich ein kleiner Noob. Was es heißt mit solchen Sachen voranzuschreiten. So. Gut. Dann unsere kleine Auffangstation. Schon mal fertig. Ah, hier sind viele Blumen. Das ist genial. Da kann man wirklich richtig schön was machen. So. Okay, dann nehmen wir gleich mal ein Eierchen. Dann machen wir hier zu. Erstmal. Hopp. Hopp. Und gute Nacht. Nur nachschlafen? Hallo, es wird gerade Nacht. Jetzt haben. Oh, guten Morgen. Jo, dann schauen wir mal, was unser Tag bringt. So. Ach, was haben wir denn da? Okay. Ja, wir müssen jetzt dann auf alle Fälle Holzhacken gehen. Steine brauchen wir für den Ofen. Ja, die Picke, eine Picke haben wir nicht. Nein, dann werden wir das jetzt erstmal machen. Ah, einer der Bäume ist schon und dann gleich so ein Riese. Ach, ich hasse es. Das heißt, ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich jetzt irgendwie nach oben komme. Oh Mann. Gut. So, habe ich jetzt eine Hacke? Ja, ich habe eine Axt. Gut. Gut, große Bäume geben viel Holz. Aber dennoch, das ist immer irgendwie, weiß nicht, das... Ihr habt das Gefühl, dass das da nie endet. Ups, was mache ich denn mit dem Apfel? So. Jo. Ja, also ich denke, da haben wir jetzt alles. Was ist den hier noch? Gut. Dann sehe ich nichts mehr. Gut, dann können wir uns jetzt nach unten buddeln. Gut. Dann kann ich das auch wieder weg. Haben wir denn da jetzt bekommen an Holz? Ne? Hallo? Irgendwie kann es nicht aufheben. Komisch, komisch, komisch. Jawohl, zwei Stacks. Dann kann man jetzt hier mal anfangen, das wieder wegzumachen. Mm-hmm.
Ja. So kommt ein Ohrenfleisch. Gut. So, dann würde ich doch sagen, dass wir doch hier gleich mal Schlafzimmer lassen und dann einfach anbauen werden. Und zwar bauen wir mal in L-Form, dann geht es hier in den Garten raus. Und hier machen wir auch einen Eingang. Machen wir einen doppelten Eingang. Dass wir ein bisschen breiter kommen. Dann haben wir hier das Schlafzimmer. Bauen hier noch ein bisschen raus. Genau. So. Und viele Äpfel. Ja, schön. Sehr viele Äpfel. Ist das super. Gut. Jo. Und dann würde ich sagen, einfach hier runter. So, dass wir schon mal sehr viel Platz haben für unser Häuschen. So. Nur die Frage, ich gehe glaube ich 3 hoch. Nicht sowieso, eventuell zweistöckig bauen. Ja, Schäfchen. Entweder raus oder weg. So. Dann haben wir ja hier Schlafzimmer. Na gut, mit dem sollten wir es nicht machen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier hinten einfach die Nische. Oder wir bauen hier drüben einfach noch an. Naja, machen wir jetzt erstmal hier unsere Handwerksschuppen. Dann kann man nicht die Dohle auch gleich hinstellen. Und Holz haben wir jetzt nicht mehr allzu viel, sehe ich gerade. Aber ich brauche noch eine Picke. Und eine Picke. Was brauchen wir noch? Noch eine Schaufel. Ein bisschen Sand holen. Was später dann. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal schauen. Jetzt muss ich erstmal was essen. Sehe ich gerade. So, ein Apfel. Gut. Dann erstmal soweit unser. Ist das doch zu hoch? Ich weiß nicht. Ne, denke mal nicht. Jetzt, ja, müssen wir eh. So, und hier unten kommen dann. So. Genau so stelle ich mir das vor. Oh. Oh. Oh, wieder keine Türe. Das heißt, wir müssen für die folgende Nacht uns wieder einbauen. Aber das macht ja nichts. So, ich versuche jetzt auf alle Fälle, schafft man das noch oder wird es schon zu dunkel? Nein, noch nicht. Was haben wir denn noch? Haben wir eigentlich neue. Ja, genau. Wir haben noch keinen Baum gepflanzt. Wir brauchen einfach sehr viel Holz. So. Ups. Da war irgendwas. Da ist irgendwie etwas darunter. Ups, da. Gehen wir erstmal schlafen. Okay, das heißt, da unten könnte eventuell ein Spawner sein oder ein Spawnpunkt. So. Das ist ja
ist aber noch gar nicht dunkel. Mal schauen, ob ich noch... Der Ofen bringt mir jetzt auch nicht viel. Oder noch nicht viel. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir hier ganz schön was bauen können. Was ganz, ganz Schönes. So, dann putteln wir uns jetzt erstmal ein und... Das ist noch so hell draußen. Wird doch schon dunkel. Wo ist der Mond? Da geht die Sonne runter. Oh Mann. Ja, das ist das Problem. Jetzt. Tja. Dann erstmal gute Nacht. Jetzt eine gute Nacht. Ja, dann guten Morgen und dann schauen wir mal weiter. So. Ja, dann würde ich sagen... Was machen unsere Bäume? Ist da schon einer gewachsen? Nein, noch nicht. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal rüber, schlagen dort kleine... Mal schauen, ob wir da rüber kommen, ja. Kleine Bäumchen ab, damit wir uns schon mal Holzkohle herstellen können. Und, was ganz wichtig ist natürlich, Sand. Sand für unsere Scheiben. Für unsere Fenster. Natürlich schaut es jetzt dann vielleicht für manche ein bisschen komisch aus, aber so ist das eben mal. Wir können später immer noch da wieder schauen, dass wir Terraforming bekommen. Jetzt geht es ja in erster Linie erstmal darum, dass man so gut wie möglich vielleicht mal schauen, was hinhaut. Nein. Ich darf nicht so gut hinsteigen. Geht nicht. Okay, dann schauen wir mal, ob wir den so abhauen können. Ist weg. Ja, das schaut auch komisch aus, ich weiß. Aber dank Lianen geht es wenigstens, dass man hoch kann auf den Baum und den von oben abschlagen. Genau so muss es sein. Nun ist meine Axt im Arsch. Oh, Entschuldigung, ich habe Arsch gesagt. So. Machen wir uns da noch hier raus.
bisschen, was haben wir wieder? Natürlich werden wir mit dem nicht bauen, ist klar. Denn damit baut man nicht. So, dann werden wir hier gleich noch ein bisschen Sand mitnehmen. So eine Brücke drüber bauen in den Dschungel. So. Ja, jetzt würde ich sagen, erstmal schauen, wie viele Steine ich habe. Okay. Ein Ofen geht klar. So. Und dann mal kicken den Ofen hier hin. Dann brauchen wir jetzt unbedingt erstmal ein bisschen Holzkohle. Jetzt warten wir mal ein bisschen, bis wir Holzkohle haben. Jo, jo, jo. Eine haben wir schon. Gut, okay. Jetzt das machen wir, dass unsere Bäume schneller wachsen. Das geht's doch nicht. Mal schauen, hier mal ein bisschen das Holz hier weg. Hier können wir damit unsere Holzkohle aus dem Wintersteak schön braten. Und fertig. Jawohl, gut. Halt, weg da. Rindersteaks. Genau. Und wir haben wieder Holz. Halt, ich muss mir noch einen Ball machen. Dann machen wir gleich eins aus Stein. Die halten länger. Komm, Bäume wachst, Bäume wachst, bitte wächst, wachst, 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 wachst. So. Na, hier kann man eigentlich gleich mal zumachen. Das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Oh. Oh, vorbei. Da waren wir dann eh noch. Da brauchen wir dann eh noch wieder Erde, um das aufzufüllen. Den Sand mache ich raus. So. Haben wir jetzt schon gleich unseren kleinen künstlichen Wald angelegt. Super. Gut. Jo, was können wir... Genau. Mal schauen. Okay. Fleisch und Essen ist fertig. Dann mal schauen, das Tropenholz, das ist das dunkle Holz. Ja, ich weiß nicht, damit baue ich sehr, sehr ungern. Und dann 16. Naja, 16. Mal schauen.
schon. Zumindest schon mal eine Türe. Zwei Stück. Ne, drei. Eins, zwei. Drei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nein. Schade. Kriege ich erstmal die zwei. So. Dann machen wir schon mal hier eine hin und die andere hier. Gut. Schön. Die Bäume wachsen. Machen und hier schon mal ja auch ein Holzbretter rein. Ja, so. Die kommen zwar dann nachher wieder raus. Die kann ich, das lasse ich jetzt einfach mal so. Was haben wir sonst noch? Hier oben, genau. Gut. So. Wird das bald wieder dunkel, so wie es aussieht, ja. Wo kann ich, genau, dann kann ich hier gleich noch wieder etwas anbauen. Und schon wird es langsam schöner. Gut. Oh, ich kann auch nicht schlafen. Dann warten wir noch ein paar Sekunden. Immer noch nicht. Das gibt's doch nicht. Jetzt da. Gute Nacht. Guten Morgen. So. Da hinten haben wir auch wieder einen Baum. Oh, schön, endlich wächst das Zeug. Ein Schaf. Ja, ist gut. Gut. Dann können wir wieder was. Bäume anpflanzen. So, was macht unser Getreide? Jo, das wird langsam auch. So, was haben wir drin? Nichts. Genau, du kannst schon mal Glas brennen. Und dafür nehmen wir die hier. Was Dickies. Schaufel reicht jetzt erstmal die. Nur dass wir die Steine vielleicht später noch brauchen können. Eben nur darum, den Sand hier rauszupullen. Gut.
große Loch. Und Holz. Ja, wenn es weitergeht, kriegen wir unsere Hütte bald fertig. Alles noch kreuz und quer, aber so ist es halt eben. Und ich muss nachher halt mal gucken, ob ich irgendwo die Birken finde, weil Birken habe ich nicht auch sehr gern dann beim Bauen. So, 19 Scheiben, dann schauen wir mal. Ich glaube, das Schlafzimmer kriegen wir dann schon mal zu. Jawohl, Schlafzimmer mal zu. Gut. Was ich natürlich jetzt noch machen will, ist gleich mal einen Stall bauen. Und zwar möchte ich dann versuchen, Schafe einzufangen. Weil wir brauchen dann später die Wolle. Da wir hier, würde ich sagen, machen wir hier unsere kleine Schaffarm rein. So, dann schauen wir mal. Komm, geh du da rein. Komm, dann haben wir nicht schon eins. So, aber dazu brauchen wir natürlich dann auch Eisen. Mann, stimmt, so. Eisen, um eine Schere zu machen. Upsala, hallo? Ach, das war jetzt super schlau von mir. Naja, kommt vor. Gut. Egal, machen wir hier gleich mal die Scheiben rein. Und eh nur eine Reihe. Ja, wie viel sind denn noch da? Gut. Auch dann wieder mal ja langsam aber sicher wird's doch, hä? Leute, aber ich merke gerade etwas, ich muss mir jetzt doch erstmal noch mal eine Türe bauen, weil irgendwie muss ich mich hier einsperren können nachts. Gut, so, dann hier das hier, aber ich werde die Hälfte mal weglassen. Wir brauchen noch ein bisschen Holzkohle. Okay, dann gehst du mal raus da, du gehst raus da. So, dann, so. Okay, das brauchen wir jetzt momentan eh nicht. Obwohl doch, naja, gut, können wir nachher machen. Wir müssen jetzt erstmal Holzkohle noch machen. So. Gut. Okay. Ja, jetzt da, hä? Da geht er rein. Komm, da. Und rein mit dir. Hab. Hallo? Komm. Ah. Ja, dann hau ab. Ich krieg euch nach. Hab ich da jetzt die Tür drin? Jawohl. Dann. Ja, Fackel, da brauche ich auch noch Licht. Wir brauchen noch so viel Holz, aber ich sehe gerade, es ist schon wieder etwas da. Dann gleich mal abschlagen. Ein Baum wieder mal. Da Setzlinge, das ist ganz schön cool. So.
weiter, 3-4 Schafe halten, um immer wieder Wolle zu bekommen. Schauen, wie weit wir noch bauen können. Ja, das war's dann schon wieder. Nein, wir haben noch eins und das könnte man eventuell schaffen, bis es Nacht wird. Den Baum hier noch weg. Gut. Können die anderen nachwachsen und wir gehen jetzt gleich mal rein. Was haben wir sonst noch? Sapling technisch. Ups, da seht euch das an. Die wachsen ja wie am Schnürchen. Nehmen wir doch den auch gleich noch mit. Genau so liebe ich die Bäume. Klein, nicht allzu groß, gerade richtig. Okay, das Weizen schaut mir noch nicht so weit aus. So, aber jetzt gehen wir erstmal in unsere Koje und gute Nacht. Ja, guten Morgen.